weiter geht's bei Dead Reefs. Wir stehen immer noch vor der Kneipe und werden jetzt mal mit dem Wirt über seine Tochter reden. Anscheinend ist auch niemand da. Sieht aus wie der Steuermann des Schiffs. Ja, das hatten wir schon. Was könnt ihr mir über die Beziehung zwischen eurer Tochter und Patrick Windham sagen? Beide Brüder waren verrückt nach Annabelle, aber sie hat ihnen gesagt, dass sie den Älteren lieber mag. Nach diesem Tag waren die beiden Brüder erbitterte Feinde. Fahrt bitte fort. Annabelle ist ein Engel und Patrick betete sie an. Er wollte sogar seinem eigenen Vater den Gehorsam verweigern und sie heiraten. Aber der Baron hat nun mal bestimmte Vorstellungen über die Reinheit des Windham-Blutes. Er hätte eher seinen eigenen Sohn getötet, bevor er zugelassen hätte, dass der die Tochter eines Innenwirts heiratet. Interessant. Und ich muss sagen, ihm glaube ich mehr als dem Baron. Ich möchte gern mit Annabelle sprechen. Gleich, wenn das möglich ist. Sie ist nicht mehr auf der Insel. Ich habe sie aufs Festland geschickt, wo sie bei ihrer Tante wohnt. Lasst sie ohne diesen Fluch leben. Ich möchte ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Wann ist sie abgereist? Am Tag, als ich Patrick das Genick brach. Morgens. Ich hoffe, das war jetzt einfach nur ein Spielelement oder... Also, mir geht's um das Bild, was unten bei Annabelle stand, weil das Bild sah 1:1 nach Clarissa aus. Was aber heißen würde, dass sie zur Familie Windham gehört und das wäre ein bisschen sehr seltsam. Aber durchaus möglich. Wo wart ihr an jenem Tag, Chadwick? Ich habe Annabelle verabschiedet und dann habe ich dem Leuchtturmwärter Nils Kipper etwas zu essen gebracht. Er war krank und konnte den Leuchtturm nicht verlassen. Dann kehrte ich zum Inn zurück und blieb den Rest des Tages hier. Habt ihr etwas über Fremde auf der Insel gehört? Die alte Banish hat ein paar Geschichten erzählt. Vielleicht solltet ihr sie danach fragen. Ja, zu der will ich sowieso noch. Das brauche ich nicht. Okay, ich kann auch nur außerhalb von Gebäuden die Karte benutzen. Ich denke mal, das ist jetzt mein erster Stopp, denn... Ich glaube, das, was rechts unten auf der Karte war. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Ja, hier Master Tyrell. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das der Leuchtturm ist. Oder ist das vielleicht der Alchemist? Das kann auch sein. Egal. Ich war schon überall bis auf bei Master Tyrell und Madame Banish Sue. Deshalb gehe ich zuerst mal zu... Oh! Rechts von ihr ist auch die Klippe. Interessant. Okay, wahrscheinlich ist dann rechts von, jetzt hier links von, unter dem, warte, ja, gibt keine Maus. Also unter dem Wald, eigentlich genau südlich von dem Namen Madame Sue, das ist wahrscheinlich der Leuchtturm. Egal, gehen wir erstmal Madame Banish Sue in den Sumpf besuchen. Den Glühwürmchen sieht echt sehr genial aus. Kamera hat ein paar Probleme mit den Felsen. Oh, die Musik. Oh, die hat mir gerade richtigen Schreck eingejagt auf irgendeine Art und Weise. Ich spüre das Metall, das Blut geschmeckt hat. Ich sehe den Schatten des Todes auf der Schwelle dieses Hauses. Ich weiß, wer das Licht der Morgensonne nicht mehr erleben wird. Oh, Madame Sue, was ist geschehen? Geht es euch gut? Oh, was ist nur mit mir geschehen? Ich glaube, ihr wart in Trance. Ihr habt etwas gesagt, aber ich habe nicht verstanden, worum es dabei ging. Das ist entsetzlich, Mr. Finvinero. Entsetzlich. Etwas ganz Furchtbares wird passieren. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Jemand wünscht euren Tod. Das habe ich schon während der Trance verstanden. Madame Sue,
Gestern Abend botet ihr mir an, mir einen Trank zu geben. Oh, Mr. Finvenero, mir ist ein Zauberspruch missglückt. Nun weiß ich nicht mehr, welche der Flaschen die richtigen Ingredienzien enthalten, um den Trank herzustellen. Helft mir, diese Runen zu entziffern und herauszufinden, welche Flaschen welche Ingredienzien enthalten. Dann werde ich versuchen, den Trank noch einmal herzustellen. Gut, machen wir das aber vorher. Gehen wir mal. Sagt mir mal bitte, ob ihr diesen Trank gemacht habt. Ihr habt hier doch einen Trank gegen Schlaflosigkeit gebraut, oder nicht? Ja, aber der Trank war nicht gegen Schlaflosigkeit. Viele Leute plagen Albträume am Vorabend des Fluches. Der Baron bat um den Trank, damit er schlafen kann. War Sir Arthur der Einzige, der euch um den Trank angegangen ist? Nein, auch Chadwick, der Inwirt, hat darum gebeten. Vielleicht verkauft er ihn ja an andere weiter. Es gibt sicher noch mehr Menschen, die an Albträumen leiden. Aber die trinken wohl meistens Ale, um einzuschlafen. Das mit dem Inwirt ist sogar sehr wahrscheinlich. Irgendwo in all dem Durcheinander muss es eine Notiz oder einen Hinweis geben. Okay. Weiß zwar jetzt nicht, warum ich das mit den Runen nicht mehr sagen konnte. Magische Utensilien. Ach, hier ist das Ding. Runenalphabet. Geben Sie mal her. Das ist vorgegeben, das ist Rosmarin. Oder? So, Mist, das war falsch. Ja, das war 100% falsch. Deshalb gebe ich sie, damit sie mir sagt, dass es falsch ist. Hoffe ich mal. Aus irgendeinem Grund sehen diese Runen anders aus. Ja, können wir es nochmal machen? Gut. Willst du Erinnerungen sehen? Von jedweder Erdenkreatur gibt den Stock der. Was steht da? Erinnerungen? Zurück. Also gibt den Stock der Erinnerungen zurück. Beim Morgengrauen an den Heck. An den Herren des Sumpfes. Welchen das sechsäugige Monster bewacht und die ungeborenen Arbeiter verweilen, barfuß bringt ihr die Wildschweinleckereien, die gewachsen auf dem weisen Mann im grünen? Ja, grünen Mantel der Ewigkeit. Okay. Das ist erstes vorgegeben. Beim Morgengrauen an den Herren des Sumpfes. Was haben wir? Fliege, Ameiseneier, Moskitostachel, Torf, Schlangengift, hundertjähriges Moosäugig, Sumpftau, Blütentau, Schwefelstaub, Mandrabergwurzel, Spinne, Wildschweinblut, Rosmarin, Froschkönig. Der könnte doch theoretisch der Herr des Sumpfes sein. Nehmen wir einfach mal. Welches das sechsäugige Monster bewacht? Das ist 100% eine Spinne. Das sind Monster. So, das sah. Und das war. Wo die ungeborenen Arbeiter verweilen. Nochmal Schwefelstoff, Mandrabergwurzel, Rosmarin, Phosphor, Skulter, Jung, Schiff, Knollen, Eiche, Friedhofsklappe. Ameisen. Ameisen haben Arbeiter, Ameisen, Eier. Das nehmen wir es auch mal, das ergibt auf jeden Fall Sinn. So, dann barfuß bringen ihr die Wildschweinle. Barfuß bring ihr die Wildschweinleckereien.
Wildschweinleckereien. Warte, was haben wir? Fliege, Ameisen, Eier, Moskito, Stachel, Torf. Schlangengift, gibt keinen Sinn. Nee. Keine Ahnung, also Wurzeln fressen die schon. Schwein nicht, das sowieso nicht. Osoka, keine Ahnung, was Osoka ist. Schilf. Pilze könnten es sein. Eicheln, ja, stimmt. Wildschweine lieben Eicheln. Das ergibt auch Sinn. Ziemlich cooles Rätsel und vor allem sehr logisch. Die gewachsen auf dem weisen Mann im grünen Mantel der Ewigkeit. Grün. Auf dem weisen Mann im grünen Mantel der Ewigkeit. Ich würde jetzt sagen, das ist entweder das Friedhofsgras oder das 100-jährige Moos. Aber in Ewigkeit, dann denke ich, obwohl Ewigkeit kann auch tot sein. Versuchen wir erstmal das Moos und dann versuchen wir den Tod, falls das nicht stimmt. Aber ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass der Rest stimmt, bis auf das letzte. Aber... Genau wie ich. Oh, okay, stimmt doch. Ich werde den Trank genau nach der Rezeptur zubereiten. Diese Mixtur muss köcheln. Ihr werdet später wiederkommen müssen, Mr. Finvenero. Auch wenn ich jetzt irgendwie erwartet hätte, dass es wahrscheinlich doch der Friedhof, das Friedhofsgras ist, wegen Ewigkeit. Aber okay, von mir aus... Ja, ansonsten ist hier wahrscheinlich nichts, was wir bei der netten Ben Su. Okay, zu ihr können wir nicht zurückkehren. Ich wollte doch gar nicht da drauf. Okay, ich kann nochmal zurück. Ich wollte mich nämlich hier mal ein bisschen noch weiter umsehen, beziehungsweise hier eigentlich einfach nur weitergehen. Das brauche ich. Okay, da will er nicht hin. Gut. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre, nochmal in die Stadt zu gehen und den Wirt zu fragen, ob er vielleicht die Dinger als, also diese Flächen als Schlafmittel verbraucht hat. Das ist ja entsetzlich. Wo haben Sie ihn gefunden? Er wurde in der Nähe des Leuchtturms an Land gespült. Der Sohn des Schmieds hat ihn gefunden. Wurde die Leiche identifiziert? Wer? Er ist nicht von hier. Sieht aus wie einer der Fremden, von denen die alte Benisch geredet hat. Was wollt ihr überhaupt? Entschuldigt, ich kam gerade vorbei. Noch ein Toter? Okay. Ich denke mal, das ist ein Druckfehler und da sollte Küste stehen. Aber anscheinend ist da noch ein Toter. Reden die da auch drüber? Warum Winhams Probleme gehen mich nichts an? Okay, gucken wir nochmal hier rein. Nicht MN, so. Was hatten wir? Schaden zu verdecken. Mord gewesen. Ich bin ganz knapp einem Steinschlag entkommen. Wie soll ich dieses Geschehenes einsetzen? Ja, das hatte ich auch. Gut. Neville ist nicht mehr auf der Insel. Das verkompliziert die Dinge natürlich. Aber ich habe mich noch nie vor einer Herausforderung gedrückt. Auch der Inward hat kein solides Alibi. Nur der Leuchtturmwärter Neil Skipper hat ihn in der Abenddämmerung gesehen. Der Sumpf ist definitiv ein sehr niederschmetternder Ort. Benny Sue hatte wieder eine ihrer Visionen, dieses Mal von meinem Tod. Zuerst der Steinschlag und jetzt die Vorahnung der Hexe. Langsam wird mir bei all dem ziemlich mulmig zumute. Von ein paar Einwohnern habe ich gehört, dass irgendwo am Ufer ein Ertrunkener gefunden wurde. Ja, dann versuche ich gerade nochmal zu dem Inward zu gehen. Wenn das nichts bringt, gehe ich an die Küste. Wir haben sonst nichts mehr zu bereden. Okay, dann ab zur Küste.